Willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, beim letzten Mal haben wir ja unsere Seabird geupgradet. Und heute möchte ich mit euch so ein bisschen so die Achievement-Jagd angehen. Und zwar will ich ganz gerne bei Alpha und Beta einiges an Achievements machen. Aber vorneweg, ich habe ein bisschen umgebaut. Und zwar ein paar Lampen hingesetzt und ein bisschen Strom verlegt. Aber hier geht's, hier wirkt es nicht so überlastet, aber hier wirkt es ein bisschen überlastet. Ich muss mir da noch was anderes einfallen lassen. Mal gucken, wie weit die Lichtpegel abgeben überhaupt. Das müssen wir mal genau testen. Und ich habe unsere Mobfarm umgebaut. Also beziehungsweise bin dabei, sie umzubauen. Das sollten wir jetzt auch gleich noch fertig machen, dass der Teil hier, der Part erledigt ist, bevor wir die Achievements angehen. Dazu brauchen wir erstmal die Vectorplates, oder Platten, wie heißen sie? Vectorplate, doch, Vectorplate. Aber noch was Erfreuliches, unsere Kristalle sind bei 70% und ich verhungere gleich. Deswegen, ich gehe jetzt schnell schlafen. Vorher packen wir die hier rein. Nee, nicht in Enchantment. Da wollten wir die rein. Da, so, jetzt gehen wir schnell schlafen. Dann hoffen wir mal, dass wir das noch fertig kriegen. Hier, dass ich endlich mein Crafting-Terminal bekomme. Weil das nervt doch schon ein bisschen. Und es geht wesentlich einfacher mit dem Crafting-Terminal. So. Wir brauchen als allererstes ihn hier. Dazu habe ich auch schon einiges vorbereitet. Das habe ich auch im Inventar. So, wir brauchen 120 Stück. Also erstmal, das waren zu viele. Ach Mann. Ich und mein Drücken wieder hier. Ah, das ärgert mich auch. Gibt's denn, ein Crafting-Unit, was zurückbaut? Oh, ich hoffe es. Weil das war zu viel. Ich und meine Steuerung und Rechtsklicken, ne? Das ist schlimm. Das sind viel zu viele. Viel zu viele. Na gut, okay. Kann ich jetzt nicht ändern. Ist halt so. Gut, Zucker kann weg. Zucker haben wir keinen Platz. Auch schön. Haben wir hier noch Platz? Hier haben wir noch Platz. Gut. Die Steine kann ich auch erstmal wegbauen. Vorne will ich ein Black Glass reinmachen. Und die Redstone-Lampen, die steuern wir jetzt auch noch gleich an. Und zwar, jetzt muss ich erst mal gucken, welche Mod das war. Redstone. Wo ist das Gerät? Hier ist das Gerät von Random Things. Das brauchen wir. Random. Wir müssen uns Dai machen. Gut, was haben wir hier? Block of Fetzen, und brauchen 4 Stück. Ich habe immer noch kein Crafting Unit. Ach, das ist so ärgerlich. Ich muss ja unbedingt das Crafting Table bauen. Unbedingt. So, eins, halt. Eins, zwei, drei, vier. Brauchen wir für die anderen eigentlich auch noch mal was? Ne, da brauchen wir noch mal einen Redstone und Stable and Pearl. Okay, das kriegen wir auch hin. Also, wir brauchen Obsidian. Obsidian habe ich, glaube ich, jetzt auch noch. Sein Obsidian haben wir. Gut, dann brauchen wir Enderperlen. Wie viel haben wir denn da? Ah, da kann man gleich mal ein Stack rausnehmen. Weiter kann ich nämlich gleich meine Öfen noch upgraden. Achso, Lapis brauchen wir ja auch. Lapis Lazuli. Da haben wir Lapis. So, also, wollen wir als allererstes erstmal den. Ne, den hier erst. Einmal. So, haben wir noch ein bisschen Eisen. Das brauchen wir nämlich auch. So.
Also, da haben wir den einmal, den Basic. Und dann machen wir den Advanced. Den Advanced haben wir auch. Das kann man schon wegpacken. So, und jetzt brauche ich die Koordinaten-Paper. Welche waren das? Ich muss sie mal schnell suchen. Hier sind sie nämlich gar nicht dabei. Aber hier müssten sie eigentlich dabei sein. Wound Pattern. Sie wurden mit Pink auf alle Fälle gemacht. Das weiß ich. Pink Plastic, nein. Muss ich ja schon mal durchgucken. Gut, ich skippe euch das mal und wir sehen uns wieder, wenn ich es gefunden habe. So, die Dinger heißen natürlich Positionsfilter. War ja eigentlich auch klar, ne? Irgendwie sowas in der Richtung müsste es sein. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das mache. Nein, das will ich nicht. Machen wir das anders, machen wir das so. Pöbel. Einfach unten drei Stück. Gut. Jetzt muss ich nochmal gucken, war das auf Pöbel? Wie ich das Verkehrtes mache? Doch, war. Wir machen. Ach, komm her. 6, 12 machen wir. So. Brauchen wir noch ein Paper. 1, 2, 3, 4. Weil wir haben 4 Redstone-Lampen. Oh, wir brauchen nochmal Purple. Okay. So, jetzt aber. Manometer. Schwere Geburt. So, 4. Dann brauchen wir noch ein Hebelchen. Ein Hebelchen. Haben wir noch ein Hebelchen? Wir haben echt keinen Hebel mehr. Gibt's doch nicht. Noch ein paar Hebel eigentlich übrig gehabt. Scheinbar doch nicht. Na gut. Einmal und einmal. So. Machen wir uns so schnell noch einen Hebel. Den haben wir. So, dann gehen wir den mal einbauen. Das wollte ich noch ganz gerne fertig machen hier. So, den machen wir hier in die Mitte. So, jetzt kommen die Positionslampen. Eins. Ne, will ich eigentlich gar nicht so. Warte mal, den Hebel machen wir auch gleich dran. Das da, das da, das da. So, jetzt sollten die alle hier rein. Wenn wir jetzt den Schalter umlegen, sollten die alle leuchten. Sehr schön. Funktioniert. Dann kann man die hier abbauen. Und können die Vektorplates zumachen. So. Okay, machen wir zwei rein so. Wir machen zwei rein so. Den Einsammler oben, den habe ich so eingestellt, dass der nach hier unten geht. Den kann man nämlich ein bisschen verschieben. Das ist das Schöne daran. Und somit sollte der hier unten alles schön einsammeln. Was ich natürlich auch geguckt habe, ich habe bei manchen gesehen, die haben einen Anti-Bärbel. Den habe ich aber nicht gefunden. Von Schappa? Jappa? Ja, von Jappa. Den habe ich nicht drin bei mir. Keine Ahnung warum. Weiß nicht, ob der irgendwann mal rausgepatcht wurde. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber okay, was machen wir? Halt. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe.
So, wir müssen uns natürlich eins freilassen, weil ich will nämlich den Drop of Evil noch mit drauf machen. Aber wie gesagt, schwarzes Glas hast noch vorher. Einen tun wir mal hier rein, dass wir den nicht vergessen. Und ja, dann hoffe ich mal, dass das Ding abgeht da hier. So richtig. Gut, aber wir kommen jetzt zu dem, was wir eigentlich machen wollten. Und zwar bauen wir uns als allererstes das Crafting Terminal. Ein einzelner nochmal. Wow. Ach, dann haben wir kein Wasser mehr. Ah, jetzt geht das Problem wieder mit dem Wasser los. Wasser. Gut. So, dann bauen wir unser Crafting Terminal. Ich habe die Platte schon gemacht. Und damit haben wir unser Crafting Terminal. Sehr schön. Und auch wieder Achievements. Ah, das ist herrlich. Das ist so schön jetzt, ja. Jetzt kann man am wenigsten anständig arbeiten, ja. So, ich muss natürlich aufpassen, dass nicht alles ins System reingeht. Was ist jetzt los? Das Ding sucht so viel Energie oder was hier hinten? Oh ne, das ist gar nicht angeschlossen. Warum ist er gar nicht angeschlossen? Das ist abgebaut oder was? Ja, scheinbar. Okay. Was haben wir erledigt? Das haben wir erledigt. So, jetzt geht es nämlich. Vectorplates haben wir natürlich auch erledigt. Und zwar mehr als Genüge erledigt, aber okay. So, ich brauche jetzt allererstes den Jabba. Brauchen wir 4 Knochen, 2 Strings, ein Fleisch, Rottenfleisch. So, das kommt ab. Auf geht's. Also, eins, zwei und 4 Knochen. Da sind sie. 1, 2, 3, 4. So, den haben wir als erstes. So. Da haben wir ihn. Sehr schön. So, den haben wir. Jetzt brauchen wir das Gerät hier. Machen wir mal. Okay. Okay, also Sand und Netherrack. Gut, dann haben wir schon wieder raus. Das brauchen wir nämlich jetzt weiter, um weiterzumachen hier. Nicht Alpha, Beta. Den Hammer habe ich. Ah, nee, den Ende müssen wir bauen, genau. Okay. Können wir das verdoppeln? Wir gucken mal, ob wir es verdoppeln können. Das wäre natürlich schön. Ne, macht er natürlich nicht. Schade. Schade, schade. Aber wir können den hier hinten schon mal abbauen. Und den können wir auch abbauen. Das soll jetzt auch fertig sein. Dann kann man den nicht auch mal upgraden schnell. 8, 16, 24. Ich habe doch genug eigentlich einstecken gehabt. Ja, das sag ich doch. Ich hab doch genug. Dann machen wir nämlich gleich mal ein Furnace-Upgrade. So. Und so. Damit haben wir den nämlich auch fertig. So, siehst du, sehr schön. Den anderen machen wir gleich noch. Das. Das. Und das. So, ein bisschen Kohle. Wieder rein. Auch schön. So, wie weit bist du? Gleich fertig. Nehmen wir mal die Hälfte hier raus. Packen die mal hier rein. Na, guck doch mal, wie das Ding rennt. Das Ding rennt ja mal richtig. Dann bauen wir dich auch gleich ab. Dann haben wir die nämlich auch fertig. Also alle drei zumindest. So. Kohle. Da habe ich jetzt richtig schöne Speedöfen. Das gefällt mir. Und das, das und das. Und
Und Kohle natürlich noch. So, den Envil. Wir brauchen einen kompletten großen. So, den haben wir. Wo ist ein, das Envil? Was haben wir hier? Steak and Oven, den haben wir gerade gemacht. Damit haben wir den Envil fertig. Sehr schön. Sehr schön. So, mit dem Envil, das ist nämlich dann, da kommen wir nämlich in die Wutgeschichte rein, wo ich aber eigentlich noch gar nicht so rein möchte. So, den Envil, wo stellen wir den Envil hin? Wir stellen einfach mal hier daneben. Ah, sehr schön. Den speichern wir unten gleich mal ein. Den Ingot. So. Sehr schön. Dann kann man den Krimskrams auch wieder wegrollen. Enderperlen habe ich auch noch nicht unten drin. Sieht es auf der anderen Seite aus? Habe ich noch gar nichts. Ne? Machen wir die mal hier rein. So, haben wir auch drin. Die muss ich natürlich noch da drüben, also das vom Dings muss ich noch mit anschließen. Ja, alles hier drauf zugreifen zu können. Ansonsten, ich warte immer noch auf die Kühe, um mit Pneumatikcraft weiterzumachen, aber ich habe noch kein Glück gehabt. Das ärgert mich auch ein bisschen. Aber okay, was wollen wir machen? Gut, zwei Stück haben wir noch mal. Die knacken wir jetzt einfach erstmal hier mit rein. So. Das haben wir, das haben wir. Die Kiste werden wir uns jetzt mal schnell noch bauen. Okay, kann man nicht bauen. Was fehlt hier? Oak Chest, Oak Planks. Okay. Chests. Sollte ich eigentlich noch haben. Hammer. Oak Trim. Noch ein bisschen Holz. So, dann machen wir uns die mal, weil die brauche ich nämlich noch. Was ist das? Wood Casing. Das Wood Casing Hammer. Die Small Hammer auch. Was haben wir hier? Void Crystal Block. Oh, okay. Void Kristall. Was war Void Kristall? Block of Kohle. 40 Stück. Wie viel kriege ich hier hin? Genau 4 Stück. Sehr schön. Das hat ja genau gepasst. Sehr schön. Weil dann kann ich die nämlich hier mit anschließen. Damit das nicht immer verstopft mit den mit das ist meins, das kriege ich wieder, danke. Item. Mit den ganzen Rüstungen und bla bla bla. Dass ich das auch gleich hier habe. Kann man das nämlich auch rausnehmen. Das Dark Glass werde ich dann machen. Für die Front. Genau, das machen wir dann. Aber ich wollte noch ein paar Updates machen. Und zwar Obsidian Updates. Nur 4 Stück noch. Gut, muss ich bestimmt auch wieder ein paar mehr bauen. Aber es ist schlimm, ich brauche eh Upgrades ohne Ende. Hier haben wir noch eins. Okay. Dann holen wir uns mal ein paar Sticks. Ne, halt, wo war das? Ah, ne, wir machen das anders. Add Storage. Add Storage. So, als allererstes brauchen wir diese Geräte hier. Sieht man natürlich nicht viel, aber okay. So, wir brauchen ihn. Ein. Aber das war dann noch Gold und alles, ne? Eisen, Gold, Bier, Emerald.
Gold, also guck mal, Eisen, Gold, Eisen, Gold, Emerald, Emerald brauchen wir sowieso. Und Diamanten. Hätten wir auch gleich abbauen können, ne? Naja, gut. Okay. So, Eisen. Hammer. Gold. Halt. Gold. Haben wir auch. Hier. Haben wir auch. Und die restlichen baue ich mir alles. Wenn es das war. Ich muss das mal gucken. Nicht, dass wir jetzt irgendwas verkehrt machen. Doch, wir haben alle durchweg. Sehr schön. Gut, und die restlichen brauche ich mir alle komplett zur Emerald. Sind nochmal 5 Stück. Weil die brauche ich, um die Kisten abzugraden unten. Gerade wie bei Eisen und so weiter und so fort. Wobei es aber nicht so schnell passiert, aber man muss dann alles automatisieren, ist das ziemlich schnell voll. Und dann geht es auf die Festplatten und das ist das, was ich nicht möchte. Gut, das hätten wir. Das hätten wir. Gut, dann bauen wir, gehen wir hier das noch an. Aber Stone Gear. Okay, hier brauchen wir mehr Stone jetzt. Also, einmal Stone. Krieg ich die Upgrades? Die Upgrades brauche ich doch eigentlich gar nicht da hier. Die können wir wegschmeißen. Ja, die brauche ich nicht. So, dann kann das wieder rein, das wieder rein, das wieder rein. Eisen brauchen wir. Redstone bräuchte ich mal noch. Einmal Redstone. Item-Name, ich will Number of Item. Achso, wir haben ja das Display gerade geändert, ja. Deswegen muss ich jetzt neu einstellen. Okay. So. Was ist. Ach, nicht wegschmeißen. Wieder her. Das ist Ex Nilo, genau. Ex Nilo. So, dann bauen wir uns als erstes die Stone Axe. Oh, der will Stone und kein Cobblestone, okay. Habe ich jetzt richtig gesehen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, wir bauen einfach mal 12 Stück. Oh, damit haben wir 12 Stone Wheels, die uns auch reichen. Und jetzt brauchen wir das Gerät. So, wo ist denn das? Stone Rod. Cobblestone, dreimal. Okay, brauchen wir noch Cobblestone. Ach, wir machen einfach alle. So, shit happens. So, das brauchen wir zweimal. Wir kriegen es nur einmal hin. Okay. So, drei. Aber jetzt kriegen wir es hin, oder? Ja, jetzt kriegen wir es hin. So. So, dann brauchen wir einmal das Water Wheel. Das Fußblanks. Ein Water Wheel. Aber ich will erstmal ganz kurz gucken, ob das gezählt hat, die Achse. Ja, hat sie gezählt. Sehr schön. So, und dann brauchen wir den Autosifter. Dazu brauchen wir 2 Hopper. Eins, zwei. 2 Pisten. Oh, jetzt werden das Cobblestone. Nochmal einen Stack rausnehmen hier. Schnell. So, 2 Pisten. Eins, zwei. Haben wir auch. Sehr schön. Und dann, ja. So, dann sollten wir es komplett haben. Genau, jetzt haben wir es komplett. Ist das schön. Dann sind wir ja doch ziemlich weit vorangeschritten heute. So, das mit den Karotten werden wir noch angehen, den Kuchen werden wir noch angehen. Werden wir hier noch irgendwas machen? Controller Slave. Bauen wir uns den Controller Slave noch schnell. Ab den bauen wir uns noch schnell. Redstone haben wir. Bis dann brauchen wir nur Stone. Stone habe ich hier drin. 6 Stück sollten reichen, hoffe ich. So, halt. Hier war das. So, packen wir den mal schnell darüber. So, halt. 2, 3, 4, 5, 6. Hammer.
Dann brauchen wir ein bisschen Netherquarz. Haben wir hier. Einmal reicht. Ne, zweimal brauchen wir. Brauchen wir jetzt zwei von den Gerätchens. Und so ein Dings brauche ich noch. Oak Trim, nein, das brauchen wir einmal. So. Das haben wir. Zwei Stück, genau, haben wir. Gut. Dann kein Stone mehr. Dann haben die sechs Stone doch nicht gereicht. Naja, gut. Naja, gut. Ach, das ist Cobblestone. Ach so. Okay, ja. Und Gold brauchen wir. Gold, Gold, Gold. Muss ich unbedingt mal wieder durchschmelzen. Ich habe kein Gold mehr. Aber das geht ja ratzfatz mit unseren schönen neuen Furnissen. So, damit haben wir den auch fertig. Und? Sehr schön. Jo, da haben wir recht viel gemacht heute. Hier könnte man noch weitermachen, aber das werde ich so nach und nach jetzt angehen. Die Meshes da hier. Wobei, was wir eigentlich noch machen können, fällt mir gerade so ein. Aber ich habe nicht viel Ressourcen dafür und das ist schade. Die packen wir erstmal alles hier rein. Die Stone Gear hebe ich mir erstmal auf. Die Kisten können wir auch hier rein. Das mache ich dann alles unten mal mit in die Teile mit rein. Ja, ich bräuchte ein paar Diamanten und so. Wobei, komm, wir machen mal die Hälfte Diamant. Emeralds. Machen wir auch mal 32. Redstone. 32. Und was war's noch? Back. Lapis. Also, Redstone, Lapis, Diamant und Emerald. Lapis. So, haben wir auch. So, dann lassen wir die mal. Ach, ja, ich habe hier noch ein paar Kabel übrig hier. Habe ich noch solche Stecker? Habe ich nicht mehr. Okay. Gut, dann müssen wir es doch hier abbauen. Denken wir, den hier werden wir eh nicht mehr brauchen jetzt. Weil unsere Siebe haben wir fertig. Und den Rest will ich ja eigentlich über Tinkers machen. Deswegen einmal, zweimal. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir alles getrennt hier hinschmeißen müssen. Aber wir schmeißen mal alles hin. Ja. Ah, ging sogar alles mit einmal. Ah, sehr schön. Ja, da haben wir nämlich das auch abgeschlossen. Das war nämlich er hier. Ja, und dann geht's noch natürlich klar gnadenlos weiter. Das dauert dann aber. Und das ist mir ein bisschen zu viel. Die werde ich. Packe ich sie unten mit rein? Ich glaube, ich packe sie unten mit rein. Mache ich in so eine kleine Schachtel. So eine 4x4. Ja, mache ich auch. Genau, so machen wir das. Gut, dann würde ich sagen, wir holen uns mal unsere Awards ab. Es sind ein paar. Falsche Taste. So, hier. Back. So, dann haben wir uns mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück haben wir hier allein. Alles abgeholt, sehr schön. Und hier haben wir nur 1, 2. Na gut, also haben wir 10 Awards gemacht. Das ist trotzdem ordentlich. Und wir haben 55 weitere Geräte. Ich werde jetzt offline die Mobfarm wieder in Betrieb nehmen. Wie gesagt, da muss ich noch das Black Glass machen, was ich mir hier rausgesucht habe. Das Dark Glass werde ich nehmen. Tinkers Glass, Sand Glass. Weil das könnte man eigentlich noch schnell angehen, oder? Haben wir genug Glas? 29 haben wir. Hier haben wir 26. Ich brauche, hier kriegen wir zwei raus. Brauchen wir zwei Stück. Hier kriegen wir eins raus. Hier kriegen wir vier raus. Also passt das. Ich brauche 44, 43 Stück. 43. So, diesmal nicht mit Steuerung, ne?
wir können, glaube ich, nur direkt auf 44 gehen, genau. 44. Dann den Rest holen wir wieder raus. Die jagen wir hier mal schnell in unseren schönen, geilen Ofen, der so ratzfatzi geht. Rest Sand kann man hier wieder weglegen, Glas kann man weglegen. Das packe ich dann auch unten mit rein, einmal, dass ich was habe. So. Ah, Black müssen wir uns noch machen. Black. Halt, doch, hier war's. War schon richtig. Muss ich da mal gucken, wie das geht. Gucken wir jetzt einfach mal. Drei oben. Okay, das war einfach. Ja, die 44 Stück haben wir. Ich nehme mal nur die Hälfte. Drei oben, weil da kommt doch ziemlich viel Farbe raus. So, zwei Stück so. Und so. Und damit haben wir unser Black Lads. So, dann würde ich sagen, ich baue das noch ein, schnell. Mach den Drop of Evil rein. Und dann läuft unsere Mobfarm auch wieder. Zumindest fast. Ich muss hinten nochmal hinbauen. The Drop of Evil. Wo ist er? Wo ist er? Ich habe doch welche gehabt. Ich keine Drop of Evil gehabt? Doch. Drop of Evil. Müsste der hier sein, oder? Drop of Evil. Doch. Sieht das aus wie eine Gasträne. Deswegen habe ich das jetzt leicht übersehen. So. Die bauen wir ab. Die brauchen wir dann nämlich. Und wir bauen jetzt erstmal hier schön noch zu. Ach, das mit dem schnell bauen, mit dem schnell klicken, das ist nicht so meins. Nein, ihr könnt das mit Sicherheit besser. Es gibt auch irgendeine Mod, der das so ein bisschen beschleunigen kann. Das haben wir bei jemandem gesehen, aber ja, ich bin so zufrieden, ich komme zurecht. So. Dunkelkammer dunkel. Ne, da war noch mal Licht. So. Drop of Evil. Die Platte. Und das letzte Glas. So, jetzt brennt natürlich nichts, ne? Weil Licht an ist. Und da geht's schon rund. So, jetzt muss ich einmal da drin drauf, weil ich muss da hinten noch einen Hebel dran machen. Den werde ich aber jetzt offline machen. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Oder ihr habt einfach so zugeschaut, weil es euch gefällt. Das ist mir eigentlich, was heißt, egal ist es mir nicht. Das freut mich, aber lasst es mich da auch mal wissen. Nutzt dafür die Kommentare. Ein Like wäre schön. Gut, die Folge ist auch schon wieder ein bisschen länger. Also sorry dafür, so lange wollte ich eigentlich nicht. Aber ich wollte heute auch einiges schaffen. Jo. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, lasst ein Abo da, lasst die Glocke an oder aktiviert die Glocke, so verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!